Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meine Lieblingssupplements in meiner Diät. Willkommen zu Road to FIBO. Okay Leute, wir legen mal ganz easy los. Wir starten einfach mal mit dem Protein. Protein benutze ich einfach ein ganz normales Whey-Protein, weil das von LSP ist eigentlich schon so gut von den Werten, dass ich nicht zwingend ein Isolat nehmen müsste. Und dann nehme ich ein Whey-Protein. Pistazie ist meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Probiert es gerne mal aus. Rabattcode ist unten in der Beschreibung übrigens von allen Produkten hier. Whey Protein, einfach um meinen Proteinbedarf zu decken. Es ist ein bisschen leichter mit einem Protein und Nahrungsergänzungsmitteln auf sein Ergebnis zu kommen. Ja, dann gehen wir mal weiter. So, dann haben wir die guten Big Eights, Aminosäuren, BCAA, EAA, alles in einem Produkt. Eins meiner Produkte, was ich auch wirklich jeden Tag benutze, aber nicht nur in der Diät, sondern auch im Aufbau. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe eine bessere Regeneration, es geht alles ein bisschen schneller. Und da ich so viel Sport mache, plus Kurse und so weiter, ist das für mich immer eine große Hilfe. Kreatin, ich nehme das in Kapseln. Ich denke, jeder weiß, wofür Kreatin gut ist. Wenn ihr es nicht wisst, dann schreibt mir gerne persönlich. Aber es gibt 1 Million Kreatin-Videos online. Deswegen sehe ich mich jetzt nicht in der Pflicht, das nochmal zu erklären. Kreatin einfach in Kapseln, weil ich hasse den Geschmack von dem Pulver. Dann Tribo Intense 2500, das ist einfach Tribulus Terrestris plus Zink. Es dient dem Erhalt eines normalen Testosteronspiegels, gerade wenn ich später mit den Fetten sehr runtergehe, dann nehme ich davon immer welche, 2 Stück am Tag. Ja, dann haben wir noch BCAAs, auch als Kapseln für zwischendurch einfach, weil ich habe immer das Gefühl, ich esse BCAAs wie Smarties in der Diät, um meinen Muskel zu schützen. Deswegen BCAAs und in Kapselform, weil es einfach ein bisschen praktischer ist. Dann haben wir noch zusätzlich zu guter Letzt die Omega-3s und Zink. Omega-3, wichtig auch für die Fettverbrennung und für einfach einen gesunden Körper. Multivitamine nehme ich auch noch dazu übrigens. Und Zink auch einfach fürs Immunsystem in der Diät. Unser Körper ist sowieso schon geschwächt und wir neigen dazu, dann eher krank zu werden. Und das ist mir letztes Jahr kurz vor der FIBO passiert, dass ich tatsächlich krank geworden bin. Aber das seht ihr noch im FIBO-Rückblick. Deswegen auf jeden Fall das Immunsystem schützen. Das ist so meine Produktpalette, die ich insbesondere in der Diät nutze. Später, um so einen Feinschliff zu machen, gibt es von LSP noch die Yellow Term Fat Burner. Die werde ich mir dann auch nochmal holen. Ihr dürft euch nicht so nicht vorstellen bei Fettburnern, dass ihr die nehmt und ihr seid sofort ripped. So funktioniert das ganze Spiel nicht. Aber es ist einfach ein kleiner Support und es dämmt den Appetit auf jeden Fall. Dazu bleibt einfach noch zu sagen, ihr müsst keine Supplements benutzen. Ihr könnt das auch alles tatsächlich mit normalen Nahrungsmitteln machen. Aber mir persönlich ist es einfach zu anstrengend, alles über die normale Ernährung zu regeln. Und deswegen sind Supplements mir eine willkommene Hilfe. Ja, wenn ihr euch für einzelne Supplements interessiert, Fragen habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video der Road to FIBO verpasst. Daumen nach oben und bis dann.